Heute tauchen wir in ein wichtiges Thema ein, die geistige Gesundheit von Jugendlichen. In einer Welt voller Herausforderungen sehen sich junge Menschen oft mit einzigartigen Problemen konfrontiert, die sich auf ihr Wohlbefinden auswirken können. Von akademischem Druck bis hin zu Einflüssen von sozialen Medien kann der Weg zum Erwachsenwerden beängstigend sein. Leider greifen viel zu Drogen als Bewältigungsmechanismus, was geistige Gesundheitsprobleme verschlimmern kann. Begleiten Sie uns, wenn wir uns mit diesem wichtigen Thema befassen. Hier ist unser Gast von Rudersdorf in Brandenburg. Ja, ich bin Johannes. Johannes gibt zu, dass die psychische Gesundheit vor allem bei jungen Menschen in Deutschland ein großes Thema ist, ein komplexes Problem. Ja, schwierige Frage, aber ich würde sagen, prinzipiell erstmal wird es immer und immer mehr. Ja. Ich habe Johannes gefragt, ob er selbst schon einmal mit Depressionen zu kämpfen hatte, ohne zu zögern. Erzählt er, dass er Depressionen und Angstzustände hatte, nachdem seine Ex-Freundin ihm den Umgang mit seinem Sohn verwehrt hatte. Traurigerweise ja, definitiv. Ja, also ich bin Vater, sehe aber mein Kind leider Gottes seit Jahren nicht mehr und ja, das zerrt dann schon ganz schön an den Nerven. Viele Menschen greifen in Tiefsituationen zu Drogen, um zu entkommen oder Frieden zu finden. Johannes gibt zu, dass dies zwar eine vorübergehende Erleichterung sein kann, aber keine langfristige Lösung ist. Zum Thema Konsum bei jungen Leuten, also Drogen nehmen bei jungen Leuten, ja, wird auch immer und immer mehr, definitiv. Und ja, dadurch, dass ich ja selber auch mit Problemen zu kämpfen habe, kann ich es auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, weil man vergisst in dem Moment zumindest und schiebt alles leider Gottes nur auf. Ja, aber vielen Leuten ist damit geholfen, dass es erstmal für den Moment betäubt ist. Definitiv. Nein, also helfen tun sie auf gar keinen Fall, aber ja, also es macht es nicht besser, aber für diesen Moment, wenn ich das, ich nehme Drogen und dann vergesse ich für ein paar Stunden, was ich für Probleme habe, kann lachen und weißt du? Ja. Also das finde ich, ja, aber es ist halt keine Dauerlösung so, weil man schiebt es ja nur nach hinten, weißt du, und ja. Johannes erzählt offen, dass er selbst in einer schwierigen Zeit Drogen konsumiert hat. Ja, klar. Lügen brauche ich nicht, sag ich mal. Ja, selber habe ich auch schon konsumiert und ja, wie gesagt, für den Moment hat es geholfen, aber es ist halt nichts auf Dauer. Aber was hat ihm geholfen, seine Sucht und Depressionen zu überwinden? Mein Sohn. Seine Geburt. Das klingt dumm, aber es ist wirklich so. Er ist geboren worden und man hat eine Aufgabe. Weißt du, man hat Verantwortung. Und man weiß, wenn ich die Scheiße mit den Drogen weitermache, dann funktioniert einfach nicht. Er liebt seinen Sohn wirklich, aber seine Ex-Freundin lässt ihn immer noch nicht sehen und er versteht nicht, warum. Als Eltern würde ich einfach nur sagen, versuchen, so dumm wie es klingt, mal ein bisschen Verständnis zu zeigen oder und vor allen Dingen auch zu hinterfragen. Und wenn man fragt zum Beispiel, warum machst du das? Und derjenige sagt, naja, keine Ahnung. Dann ist das keine Antwort so, sondern derjenige weiß schon, warum er es macht. Und man sollte dann halt weiter nachhaken. Egal wie kritisch das ist und schwierig, nur zusammen wird man stark. In Deutschland gibt es zwar Angebot zur Unterstützung von Menschen mit Depressionen und Angstzuständen, aber viele Menschen zögern, Hilfe zu suchen oder überhaupt zuzugeben, dass sie ein Problem haben, so Johannes. Ja, also vom Prinzip, ja,
Ich würde mich hier kurz hinsetzen einfach. Ja. Ja, vom Prinzip her gibt es schon Möglichkeiten, aber ja, viele haben ja auch das Problem, erstmal diese Hilfe anzunehmen und erstmal überhaupt sich Hilfe zu suchen. Angst und Zukunftsängste sind häufige Erfahrungen, aber Johannes sagt, dass er früher stetig darüber nachgedacht hat. Jetzt versucht er, das Kommende anzunehmen. Ja, damals habe ich mir wahrscheinlich da schon ziemlich viel Druck machen lassen, aber jetzt mittlerweile sage ich mir, kommt was kommt und mal gucken. Also eigentlich lass mir keinen Druck machen. Ich habe ihn gefragt, wie er heute mit Stress umgeht. Ja. Mit Freunden treffen, ja. Arbeiten gehen, also soziale Kontakte. Mhm. Ja, ja, sowas halt. Also wie ich damit umgehe mit dem Stress, sag ich mal. Mhm. Gute Frage. Ja. Ja, ganz normal, einfach weitermachen, würde ich sagen. Ja. Das ist immer, ja, ja, so würde ich das stehen lassen, ja. Johannes sieht Technologie und soziale Medien als große Herausforderungen für junge Menschen. Er fühlt sich unter Druck, ständig erreichbar zu sein und auf das Nächste zu warten. Bist du optimistisch für die Zukunft junger Menschen in Deutschland? Warum oder warum nicht? Ja, eigentlich, ja, man kann ja nur hoffen. Aber ja, schwierig, weil mit den Technologien und Co., das wird ja alles immer und immer mehr. Mhm. Und ja, also es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Ja, schon ziemlich krass so, weil gerade junge Leute sagen sich selber so, sehen bei zum Beispiel jetzt bei Instagram, sehen die irgendwelche Influencer und sagen, oh, der sieht so toll aus, das ist alles so schön, was er lebt, so. Ja. Und tun sich dann selber so einen Druck machen und ja, das ist sehr, sehr doll. Was sind einige der größten sozialen Herausforderungen für die Generation in Deutschland? Ja, also Social Media ist auf jeden Fall so ein großes Ding, ja, und also ich selber bin kein Freund davon. Weil man sich dadurch auch selber viel zu viel Druck macht. Ja. Welche Veränderungen würdest du dir in der deutschen Gesellschaft wünschen, um das bisschen Wohlbefinden junger Menschen besser zu unterstützen? Ja, finde ich nicht mal eine Antwort drauf, so, weil ja, im Endeffekt ist ja jeder seines Glückes eigener Schmied, sag ich mal. Und ja, also so. Was soll man da verändern? Man kann nichts verändern, weil egal was man verändert, die Leute würden sich eh keine Hilfe suchen. Johannes Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass psychische Probleme leer sind und dass es keine Schande ist, Hilfe zu suchen, wenn du Ähnliches durchmachst. Solltest du wissen, dass du nicht allein bist. Es gibt Hilfsangebot und es kann besser werden. Danke, dass du bei uns bist. Hast du etwas zu sagen? Schreib es in den Kommentarbereich. Bitte vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Du warst mit Gabo Jules Jean Pasteur bei Leute TV.